Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radical Utopias Training for Complicated Future, unserer Reihe für Buchvorstellungen und utopische politische Diskussionen. Wir sind Tobi Lindemann und Yves Massaker und damit ihr nichts zu Radical Utopias verpasst, abonniert uns doch hier auf YouTube und folgt uns auf Telegram oder bookmarkt unsere Website. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung zum Video hier und nach der Buchvorstellung laden wir euch dann auch noch ein, mit uns auf Zoom über das Thema und das Buch zu diskutieren. Den Link posten wir dann hier im Chat und in der Beschreibung des Videos. Heute nehmen wir uns schon das zweite Buch von Holly Jean Buck in dieser Reihe vor. After Geoengineering war eines der wichtigsten Bücher zu Klimakampf und sie ist einfach richtig gut darin, die politischen, sozialen, ökonomischen und technologischen Komplexitäten verständlich zu erklären und dabei nie den Blick aufs Eigentliche zu verlieren. Wie müssen wir uns sozial organisieren, um die Klimakatastrophe aufzuhalten? Deswegen waren wir schon sehr auf dieses Nachfolgewerk von ihr gespannt. Es heißt Ending Fossil Fuels. Why Net Zero is Not Enough und ist im letzten November bei Verso erschienen. Kurz zur Autorin. Buck arbeitet derzeit als Assistant Professor of Environment and Sustainability an der University von Buffalo in Buffalo, New York und untersucht, wie sich Technologien zur Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf die Landschaften in den USA auswirken können und wie eine Politik zur Ausweitung der Kohlendioxidentfernung zum Nutzen der Gemeinschaft gestaltet werden kann. Aber nun zu ihrem neuesten Werk, Ending Fossil Fuels. Das Buch beginnt mit der Beschreibung des kontrollierten Abrisses eines riesigen Kohlekraftwerks in Arizona auf Navajo-Gebiet. Es ist beeindruckend zu sehen, wie einer der riesigen Schornsteine nach dem anderen in ungeheuren Staubwolken versinken. Eigentlich ein starkes Bild für das Ende der Kohlenutzung, aber Holly Jean Buck wäre nicht Holly Jean Buck, wenn sie nicht gleich darauf erklären würde, dass es nur ein kurzer Moment in einer langen und komplizierten Geschichte und Kämpfen ist, die damit nicht vorbei sind. Der Müll muss beseitigt werden, Gemeinden müssen neu mit Strom und Wasser versorgt werden, es geht um eine gerechte Umstellung für ArbeiterInnen, um eine bessere Beziehung der Regierung zu indigenen Communities und dass die neuen Energiequellen nicht in dieselben extraktiven Muster verfallen, um nur ein paar Punkte zu nennen. Nichtsdestotrotz scheint die Explosion dieses Kraftwerks ein starkes Symbol für die Einleitung einer neuen Ära zu sein. Wir sind endlich so weit, dass weltweit überhaupt über eine Beendigung der Nutzung von fossilen Brennstoffen gesprochen wird. Buck sieht aber auch die Gefahr, dass wir in der Euphorie über diese Diskursänderung die Diskrepanz zur Realität der tatsächlichen materiellen Pläne übersehen. Diese sind immer noch viel zu wenig, viel zu langsam. Buck verweist darauf, dass Menschen in ganz verschiedenen sozialen Realitäten leben und ein sozialer Konsens zum Thema nicht gerade von den unsere gesellschaftlichen Diskurse tragenden sozialen Plattformen getragen wird, da diese eher Polarisierung begünstigen. Buck erinnert uns, Signale und öffentlicher Diskurs für Veränderungen in der tatsächlichen materiellen Realität zu missverstehen, hat schwere Folgen darauf, ob das Ende der fossilen Brennstoffe kommt oder nicht. Viele denken, dass Leute mit Uniabschluss im Gegensatz zu den Massen immun gegen Gruppendenken sein. Aber das ist nicht so. AktivistInnen sind oft ein guter Realitätscheck. Sie sind ja diejenigen, die schon seit Jahrzehnten vor Greenwashing-Praktiken und dem falschen Weg der Klimakompensation warnen. Wenn die globale Durchschnittstemperatur nicht über 2 Grad Celsius steigen soll, muss der Großteil fossiler Brennstoffreserven im Boden bleiben. Genauer gesagt, ein Drittel des Öls, die Hälfte des Gases und über 80% der Kohle. Und plus 2 Grad Celsius ist eigentlich schon ein viel zu gefährliches Temperaturlevel. Eigentlich braucht es kein großes Nachdenken, um zu wissen, dass Leave it in the ground, also lasst es im Boden, unsere Devise sein sollte. Drei Realitäten komplizieren das aber. Erstens, fossile Brennstoffe machen immer noch 84% der primären Energieversorgung aus. Erneuerbare immer noch erst 5, Hydro 6,4% und Atomkraft 4,3%. Dazu kommt, dass über 770 Millionen Menschen auf der Erde keinen Zugang zu Elektrizität haben und der Ersatz der fossilen durch Erneuerbare sicher genug laufen muss, dass es nicht zu noch mehr Energiearmut kommt.
Zweitens, über die Hälfte der globalen Ölproduktion ist im Besitz nationaler Ölfirmen, gehören also Regierungen. Das Problem daran ist, dass diese natürlich auf die Profite, die sie in verschiedensten Formen dadurch einfahren, angewiesen sind. Drittens, Millionen von Menschen arbeiten in der fossilen Brennstoffindustrie, oft gut bezahlt und weitere Jobs in der breiteren Gemeinde tragend. Die Antwort der meisten Klimapolitikverantwortlichen auf diese Probleme scheint derzeit zu lauten: Wir schaffen die Fossilen einfach nicht komplett ab, sondern sorgen für Netto-Null-Emissionen. Das heißt, die restlichen Treibhausgasemissionen werden durch Kohlenstoffdioxidentfernung aufgewogen. Wer den sinnvollen Weg gehen will, die fossilen Brennstoffe komplett abzuschaffen, muss sich wirklich darauf vorbereiten, gute Antworten auf schwierige Fragen für einen Übergang der Energieversorgung parat zu haben, der auch wirklich gerecht ist. Was in naher Zukunft erschwerend dazukommen dürfte, ist, dass auf einen Boom eine Entzauberung der erneuerbaren Brennstoffe kommt, wenn Hürden wie die Veränderung der benötigten riesigen Landflächen und die Unstetigkeiten alternativer Energiegewinnung mehr ins Bewusstsein rücken. Aber auch das Aufkommen von kohlenstoffarmen fossilen Brennstoffen könnte uns wie anderes Greenwashing ausbremsen. Da es die Einleitung zu diesem Buch mit kontrollierter Abriss betitelt ist, spielt nicht nur auf den Abriss des anfangs erwähnten Kohlekraftwerks an, sondern verweist darauf, dass der Abriss, also das Abschaffen der fossilen Brennstoffe, nur erfolgen kann, wenn wir planvoll vorgehen. Es wird nicht von alleine geschehen und es wird viel mehr darüber geschrieben, was Neues geschaffen werden soll und zu wenig darüber, wie das Alte abgeschafft werden soll. Also, wie dabei konkret vorgegangen werden müsste. Sie will uns mit diesem Buch das Handwerkszeug vermitteln. Teil 1, der grausame Optimismus der Netto-Null. Wie das F-Wort vermieden wird. Die Netto-Null ist zugleich langweilig und trendy. Gerade war die Forderung nach ihr noch Avantgarde, inzwischen verpflichten sich aber immer mehr Konzerne dazu, zu einem gewissen Zeitpunkt die Netto-Null erreicht zu haben. Auch einige Staaten haben das Ziel bereits in ihre Gesetzgebung aufgenommen und weitere haben entsprechende Absichtserklärungen verabschiedet. Doch Holly Jean Buck warnt vor der Verfänglichkeit dieses Begriffs. Was nämlich in vielen Absichtserklärungen und Selbstverpflichtungen auffällt, ist, wie sehr das F-Wort, also in diesem Fall fossile Energieträger, vermieden wird. Das erzeugt einen Raum für unterschiedliche Auslegungen und so entsteht eine Ambivalenz, die gefährlich für das Erreichen von Klimazielen ist. Buck entwirft hierzu zwei Szenarien. Zum einen eine Welt, in der fossile Brennstoffe weiterhin genutzt werden, die aber die Netto-Null erreicht. Energiekonzerne würden weiterhin Kohle, Öl und Gas fördern und nutzen, aber das entstehende Kohlendioxid würde durch energieintensive und immense flächenverbrauchende Methoden wieder gebunden werden. Eine Ideologie der sauberen fossilen Energieträger, die dazu führt, dass Menschen im reichen Westen zum Beispiel weiterhin ihre Fahrzeuge mit Benzin und Diesel betanken können, während in ärmeren Weltgegenden durch die Verteuerung wegen des hohen technologischen Aufwands eine Energiearmut entsteht. Zugleich gewinnen die Konzerne und Plattformen, die diese Technologien beherrschen, enorm an Macht. Die Abhängigkeit von ihnen nimmt zu. Das zweite Szenario nennt Holly Jean Buck nahe Nullwelt. In dieser Vorstellung entstehen die Reste an Treibhausgasen, die noch entweichen, fast nur noch im Agrarsektor. Diese Emissionen könnten zurückgebunden werden durch eine dafür errichtete, eher bescheidene Infrastruktur. In dieser Welt würde der Netto-Null-Plan der International Energy Agency umgesetzt werden, indem eine Verfünffachung der Investitionen in Photovoltaik und eine Umstellung von 50% aller Fahrzeuge auf Elektroantrieb bis 2030, eine Schließung der meisten Kohlekraftwerke, eine energietechnische Nachrüstung von Gebäuden und eine Verhaltensänderung der Menschen die Ziele sind. Beide Szenarien klingen flüchtig betrachtet ähnlich und beide würden Netto Null erreichen. Und genau hier liegt das Problem. Das unpräzise Ziel Netto Null ermöglicht es Politik und Entscheidungsträgerinnen, blind zu sein für die Unterschiede zwischen diesen und auch anderen Szenarien und ihre Auswirkungen. Das Festhalten an fossilen Energieträgern könnte zudem an einen Punkt führen, an dem gesagt wird, es wäre jetzt genug, weil die Bemühungen eines totalen Verzichts als lachhaft und utopisch dargestellt werden könnten. Die Netto-Null würde in der Folge aus dem Blick geraten und die gesetzten Klimaziele verfehlt werden. Das Erfinden der Netto-Null.
Doch woher kommt überhaupt das Konzept der Netto Null und warum wurde es zu so einer wirkmächtigen Größe? Zurückführen lässt es sich wohl auf ein Treffen von UmweltaktivistInnen im Jahr 2013. Seinen ersten großen Auftritt hatte es im Pariser Klimaabkommen von 2015, in dem die Verhinderung einer Erhöhung der Durchschnittstemperatur von mehr als 2 Grad gegenüber vorindustrieller Zeit festgelegt wurde. Das Problem: Klimaveränderung ist ein globales Phänomen. Wie lässt sie sich numerisch festlegen, um in die Agenda von Nationalstaaten mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen eingeschrieben zu werden? Bereits im Kyoto-Protokoll wurde eine nationale CO2-Senkung definiert. Zu dieser Zeit begann auch der CO2-Handel, der sich inzwischen etabliert hat. Der Markt wächst ständig, denn in der Reduzierung von CO2 wird für die Zukunft ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor gesehen. Aber fließt das Geld aus diesen Märkten in erneuerbare Energien oder in Technologien, um fossile Energieträger sauberer zu machen? Wie lässt sich die Ungerechtigkeit ausgleichen, wenn zum Beispiel Länder, die weder über große Waldflächen noch über eine eigene Industrie im Bereich erneuerbare Energien verfügen, klar benachteiligt sind? Die Netto Null erschafft, wenn man die Idee progressiv auslegt möchte, in dieser Situation mehr Klimagerechtigkeit. Sie könnte Unterschiede bei technologischen Fähigkeiten, Konsumverhalten und historischen Verantwortlichkeiten von einzelnen Staaten ausgleichen. Doch der Status quo sieht anders aus. Etwa wenn die USA riesige Offshore-Felder zur Speicherung von CO2 anlegen und andere Länder dafür bezahlen lassen, dort CO2 zu speichern. Durch die Aufsplittung des CO2-Handels in einzelne Sektoren wird die Lage noch unübersichtlicher und bietet Möglichkeiten, zwischen einzelnen Sektoren zu tauschen und auf diesem Wege nicht CO2-Ausstoß zu verhindern, sondern nur zu mildern. Die Verlockung der Netto-Null liegt also darin, dort zu entkarbonisieren, wo dies am leichtesten fällt und in Bereichen, in denen es kompliziert wird, CO2-Ausstoß anderweitig zu kompensieren. Was wirklich schwer zu entkarbonisieren ist. Für dieses Hin- und Herhandeln ist auch die Frage wichtig, wer definiert, in welchen Bereichen eine Entkarbonisierung schwierig ist. Bisher gibt es hierzu keine festgelegten Kategorien. Für eine wissenschaftliche Analyse holt Holly Jean Buck hierzu den Rat von Andrew Bergman ein, der mit seinem Team in Harvard zu diesem Thema forscht. Bergman unterscheidet Treibhausgasemissionen, die technisch schwer zu eliminieren sind, und solche, bei denen es technisch möglich, aber sehr herausfordernd ist. Unter die erste Kategorie fallen die Bereiche Landwirtschaft und Verkehr. Im Bereich Landwirtschaft sind es vor allem Verdunstungen aus der Ausbringung von Dünger und Emissionen aus Abfallhalden. Methan bezieht Bergman nicht mit ein, da es sich innerhalb von 12 Jahren von selbst abbaut, während zum Beispiel CO2 mehrere 100 Jahre in der Atmosphäre bleibt. Im Bereich Verkehr sind die schwierigen Bereiche die Luftfahrt und der Schiffsverkehr. In der Luftfahrt gibt es Konzepte wie Elektroflugzeuge, die wegen der schweren Batterien aber nur kurze Strecken zurücklegen können, sowie den Einsatz von nicht fossilen Treibstoffen. Doch das steckt noch in den Kinderschuhen, weshalb Fluggesellschaften vor allem auf Kompensationstechnologien setzen. Der Schiffsverkehr ist insgesamt zu 3% am Ausstoß von Treibhausgasen beteiligt. Auch hier wird an Biokraftstoffen gearbeitet, aber eine Lösung für das Gros aller Schiffe ist noch nicht absehbar. Bergman nennt außerdem den Autoverkehr. Hier ist es trotz der Absichtserklärung vieler Staaten, ab einem gewissen Zeitpunkt den Verkauf von Verbrennungsmotoren auf null zu senken, zeitlich schlicht nicht möglich, zeitnah den Großteil auf nicht fossile Energieträger umzustellen. Bereiche, in denen die Eliminierung technisch möglich ist, aber sehr herausfordernd sind, wären für Bergman die Stromgewinnung und die Industrie. Im Bereich Stromerzeugung hat zwar insbesondere die Photovoltaik riesige Fortschritte gemacht, dennoch macht sie weltweit bei der Stromgewinnung bisher nur zwischen 1 und 2% aus. Die Technologie wäre also da, aber sie in der nötigen Zeit umzusetzen, ist die große Herausforderung. Weitere Möglichkeiten wären Kernenergie, Windkraft oder Wasserkraft. Neben dem ungeklärten Endlagerungsproblem bei der Kernenergie sind bei erneuerbaren Energien Faktoren wie Flächenverbrauch oder die Abhängigkeit von Umweltfaktoren wie Wind- und Sonneneinstrahlung zu bedenken. In der Industrie sind es vor allem Bereiche der Schwerindustrie, bei denen hohe Mengen an Energie nötig sind, da die Rohstoffe mit hohen Temperaturen verarbeitet werden, zum Beispiel bei der Herstellung von Stahl oder Zement.
Außerdem besteht hier eine große Konkurrenz zwischen den Herstellerländern, was dazu führen könnte, dass ein auf emissionsärmere Technologien umsteigendes Land auf dem internationalen Markt abgehängt werden könnte. Überhaupt ist die Marktkonkurrenz ein schwerwiegender Faktor beim Thema Entkarbonisierung. Welche Firma macht es besser? Die kleinere, die sich Mühe mit der CO2-Einsparung gibt, sich aber nur bedingt neue Technologien leisten kann, weil sie ihre Angestellten gut bezahlen möchte? Oder der große Konzern, der mit den neuesten technologischen Errungenschaften gut dasteht, aber dies auf Kosten von Löhnen und Umwelt tut? Angesichts dieser Herausforderungen bringt Holicin Buck das Thema Degrowth zur Sprache, das zwar nicht als alleiniger Heilsbringer taugt, in Anbetracht einer Welt, in der in den reichen Ländern Menschen ein mehrfaches Energie verbrauchen wie Menschen in ärmeren Ländern, aber Teil eines Projektes der Klimagerechtigkeit sein muss. Negative Ausstöße erschaffen. Jeder Tonne schwer zu eliminierenden CO2-Ausstoß steht eine mögliche Tonne Negativemissionen gegenüber. Rein theoretisch, denn in der Praxis lassen sich die Technologien für die Rückbindung von CO2 bisher nicht in dem Umfang skalieren, um eklatant in den Klimawandel einzugreifen. Trotzdem werden sie bereits genutzt. Und Konzerne aus Bereichen wie Luftfahrt oder fossile Treibstoffe betreiben bereits Projekte zur Aufforstung oder zur Sequestrierung von CO2 in der Landwirtschaft. Das klingt toll. Holicin Buck macht aber darauf aufmerksam, dass hier auch eine Gefahr liegt. Durch den CO2-Handel könnte der Druck steigen, immer mehr Fläche für diese natürliche Entkarbonisierung zu nutzen. Da dieses System schnell an seine Grenzen stoßen würde, ist industrielle Entkarbonisierung nötig. Entsprechende Anlagen gibt es bereits vereinzelt auf der Welt. Die CO2-Bindung kann zum Beispiel durch Verarbeitung in langlebige Werkstoffe, durch Bindung in Biomasse oder durch Filterung direkt aus der Luft erfolgen. Aber auch die Skalierung dieser Technologien ist eine schwierige Aufgabe und die Zeit drängt. Holicin Buck stellt an diesem Punkt die Frage, ob die Netto-Null nicht eine kollektive Täuschung ist, ein Fetisch in einer von Vermessung und Quantifizierung bestimmten Welt. Menschen, die im Klimabereich arbeiten, sind sicher von Haus aus optimistisch eingestellt. Aber wenn etwa NGOs die natürliche Entkarbonisierung als Ideologie vertreten, weil sie wirtschaftlich von der Popularität ihrer Thesen abhängig sind, ist dies kein Dienst für das Klima. Buck fordert daher, dass die hochprofessionellen Modelle zu etwas umgearbeitet werden, mit dem Laiinnen und Laien im Alltag umgehen können. Dies ist auch wichtig, um den öffentlichen Diskurs, wie über Entkarbonisierung gesprochen wird, in eine progressive Richtung zu verschieben, damit radikale Wahrheiten ausgesprochen werden können. Warum wir eine geplante Beendigung der fossilen Brennstoffe brauchen. Als Begriff für den Diskurs schlägt Holicin Buck Phase Out of Fossil Fuels, also das Auslaufen lassen von fossilen Energieträgern vor. Für sie geht es um einen komplexen Tanz zwischen der geplanten Einschränkung oder Abschaffung von fossilen Brennstoffen und der Förderung und Aufstockung alternativer Energieformen. Für die Autorin gibt es vier Hauptargumente für ein geplantes Auslaufen lassen. Erstens Gesundheitswesen und Umweltgerechtigkeit. Im Konzept der Netto-Null werden Gesundheitsrisiken durch Emissionen und die Vergiftung der Umwelt, zum Beispiel durch Bohrinseln und Tankerunglücke, nicht sichtbar. Alle Selbstverpflichtungen der Fossilbrennstoffindustrie, in diesen Bereichen für einen besseren Schutz zu sorgen, haben bisher wenig Früchte gezeigt. Zweitens Erstickung innovativer Technologien. Bisher tendierte zum Beispiel die Erdölindustrie dazu, durch Lobbyarbeit die Förderung alternativer Technologien zu verhindern. Daher wäre es nötig, dass Regierungen Prioritäten setzen und diesen Innovationen geplant Vorrang geben. Drittens Versicherung. Hiermit ist gemeint, dass das geplante Auslaufen lassen zu einer Versicherung gegen die konventionelle Klimapolitik werden kann. Hierzu wäre es hilfreich, einen CO2-Preis oder eine CO2-Steuer einzurichten, welche die Wirtschaft zum Umdenken bringt. Viertens, Macht neu ausbalancieren und Korruption beenden. Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern nutzt korrupten und autoritären Regimen, wie in vielen Studien nachgewiesen wurde. Die Nutzung geplant zu beenden, entzieht auch geopolitischen Konflikten um Ölreserven oder Gaspipelines die Grundlage. Somit könnte der geplante Verzicht nicht nur zur Bekämpfung des Klimawandels, sondern auch zur Verhinderung von Ausbeutung und Krieg beitragen.
Das geplante Auslaufen lassen birgt aber auch Risiken, wie Holly Chinback zu bedenken gibt. Zu diesen gehört vor allem die mögliche Unterversorgung von Communities mit Energie, was an steigenden Preisen oder einer vorübergehenden Reduzierung der Kapazitäten liegen kann. Als Folge daraus könnte es zu politischen Konflikten und damit zur Destabilisierung von Staaten kommen. Diese Phänomene sind aber nichts Neues und aus dem fossilen Zeitalter bekannt, zum Beispiel die Bewegung der Gelbwesten in Frankreich, nachdem 2018 eine Erhöhung der Steuer auf Benzin und Diesel angekündigt wurde. Ein weiteres Risiko nennt sich Pump and Panic, also eine stärkere Förderung von fossilen Brennstoffen, da die Konzerne vor der Einschränkung des Marktes nochmal Kapital aus dem Vorkommen schlagen wollen. Alle diese Punkte machen deutlich, dass es einer klugen Planung bedarf. Teil 2. Fünf Ansätze, den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen zu betrachten. In diesem zweiten Hauptteil des Buches erstellt Holly Chinback ein Framework in Form von fünf Perspektiven, aus denen sich das Problem des Aussteigens aus fossilen Brennstoffen betrachten lässt. Als Kultur, Infrastruktur, Geopolitik, Code und politische Macht. Kultur. Öl war so zentral für das 20. Jahrhundert, stand für Freiheit und endloses Wachstum, dass Stephanie Lemon-Naché sogar den Begriff Petromelancholie für die Trauer um schwindende Ölressourcen geprägt hat. Fossile Brennstoffe stellten einen noch nie dagewesenen Typ der individualisierten Macht und Kontrolle über das Alltagsleben her, die Menschen sich frei und auf sich selbst gestellt fühlen ließ. Es gibt auch eine Kultur der Petronostalgie, für die neue autoritäre Bewegungen stehen. Und die Nähe von Frauenfeindlichkeit und Klimaleugnung wird mit dem Begriff Petromaskulinität befasst. Wie lässt sich das durchdringen? Ein Weg wäre, die Klimabewegung in einen Dialog mit politischen Postarbeit oder Anti-Arbeit-Traditionen zu bringen. Wenn fossile Brennstoffe nicht mehr für solide Jobs stehen, fallen ein Haufen Argumente weg. Und die Anti-Arbeit-Bewegung könnte dem Umweltaktivismus helfen, nicht mehr nur für Verzichtskultur zu stehen, sondern eine alternative politische Vision der Freude und des Genusses herzustellen. Selbst in der Sprache steckt die Kultur der fossilen Brennstoffe. Wörter wie Rush, Boom oder Jackpot stehen für Aufbruchstimmung und Aufregung, die aber von kurzer Dauer sind. Unsere Kultur ist mies darin, Dinge zu beenden und das nicht als Versagen zu sehen und sich einen Prozess der Trauer zu gestatten. Dabei spielen nicht nur konservative, sondern durchaus auch liberale Ängste eine Rolle. Die ganze Kultur der Innovation ist eigentlich eine der konstanten Sorge darum, zurückgelassen zu werden. Es ist eine Rhetorik der Angst, verkleidet in eine Sprache des Optimismus. Diese Innovationssprache kam interessanterweise auch erst da richtig auf, als Innovation stagnierte. Die Start-ups von heute spielen eigentlich nur noch Technologien durch, die vor Jahrzehnten schon erfunden wurden. Das Problem an diesem Innovationsmindset ist auch, dass es zu einer Abwertung von Instandhaltung und Pflege geführt hat, mit desaströsen Ergebnissen. Wir brauchen eine Kultur des Planens. Das ist nicht nur eine institutionelle oder finanzielle Fähigkeit. Hier greift Holly Chinback mal auf Historisches zurück, auf die russische Planwirtschaft des 19. Jahrhunderts. Das war kein schrittweises Ausrollen einer Strategie, den Markt zu ersetzen, sondern wurde stückweise auf den Reaktionen auf Zusammenbrüche angegangen, was wir beim fossilen Ausstieg besser machen wollen. Trotzdem, die logistischen und buchhalterischen Prozesse des wirtschaftlichen Planens, die damals geschaffen wurden, wie zum Beispiel der Fünfjahresplan, wurden von kapitalistischen Konzernen adaptiert und werden bis heute verwendet. Das sozialistische Planen wurde in den 1930ern und 40ern zu einer breiteren Idee, die Gesundheit, Wohnen, soziale Sicherheit, Stadtplanung und wirtschaftliches Planen umfasste. Das änderte sich, als nach dem Zweiten Weltkrieg das wissenschaftliche nationale Planen aufkam. Es entwickelte sich zu einem Mashup regionaler Planung, in dem es um Landnutzung, Wohnraum, Verkehr, Umwelt und Entwicklungsplanung ging, aber wirtschaftliche Planung rausfiel. Der Neoliberalismus trieb das dann noch weiter. In den 1980ern ging es darum, Planwirtschaft zu liberalisieren, quasi den Markt zu befreien und zu einer Marktwirtschaft zu gelangen. Die Gegenkultur der 68er half hier mit. Die Kultur des Planens wurde als zu technokratisch, elitär, zentralisiert und bürokratisch betrachtet.
Bis heute wird Planwirtschaft mit einer diffusen Angst vor totalitärer Herrschaft und dem Verlust individueller Freiheit verbunden, obwohl demokratisches Planen natürlich möglich ist. Das braucht allerdings nicht nur eine technokratische Reform, sondern eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Beziehungen und Strukturen. Der Green New Deal könnte so ein Framework werden. Ein Planungsregime, das öffentliche Ausgaben ebenso beinhaltet wie einen Fokus auf Machtstrukturen und die Situation marginalisierter. Um den nötigen kulturellen Umbruch hinzubekommen, braucht es auch den Beitrag von Erziehung, Medien und Kunst, die Planen so etwas cool machen können. Ein Mainstreaming des Planens quasi. Und es müssen Institutionen für demokratisches Planen geschaffen werden, um Teilnahme oder Dedikation zu ermöglichen, jenseits von McKinsey-Beratung und Blackbox-Plattformen. Was bringt uns dieser Blick durch die kulturelle Linse auf das Problem? Empathie und einen Blick für Techniken, für Transformation vor und über Regulierungen hinaus. Infrastruktur. Im nächsten Abschnitt blickt Holly-Jean Buck durch die Brille der Infrastruktur. Damit zum Beispiel Windenergie einen wirklich maßgeblichen Teil zur Energiegewinnung beiträgt, braucht es verdammt viel Landfläche für die Turbinen. Wäre es dann nicht doch sinnvoller, die alten Kraftwerke weiterlaufen zu lassen und für einen Emissionsausgleich zu sorgen? Natürlich nicht, denn das würde nicht reichen, um die angestrebten Klimaziele zu erreichen. Aber es klingt so gut. Umgekehrt wird das Ausrangieren der alten Infrastruktur gerne als ein Erleiden beschrieben, als wäre nicht schon das Errichten davon im Wissen um die Klimalage ein Fehler gewesen. Es wird jetzt von vorzeitigem Schließen geredet und von gestrandeten oder verlorenen Kapitalanlagen. Sehen wir uns die Infrastruktur der Fossilbrennstoffindustrie mal genauer an. Gibt es drei Teile. Vorgelagerte Aktivitäten wie Erforschung und Extraktion, alles, was mit den Reserven unter der Erde zu tun hat. Dann gibt es Transport, wozu Pipelines, Zugstrecken, Schiffe und so weiter gehören. Und es gibt die nachgelagerten Operationen wie Ölverarbeitung, Distribution wie an Tankstellen und Kraftwerke. Dank dem Niedergang der US-Stahlindustrie in den 1970er und 80er Jahren und weil schon so viele Kraftwerke wegen Überalterung schließen mussten, gibt es schon genug Wissen über so eine große Deindustrialisierung. Und es lässt sich planvoll vorgehen, statt einfach blindlings in Negativfolgen hineinzulaufen. Um Verzögerungen vorzubeugen, sollten alle beteiligten Interessensgruppen gemeinsam einen Schließungsplan erarbeiten, der Punkte wie Finanzierung und Ersatzenergie, Auszahlung von Anleihen, einen Übergangsplan für ArbeiterInnen und Kompensation für die allgemeine Öffentlichkeit enthält. Ein Ausstieg, ohne dass viele Schaden nehmen, muss gut geplant sein. Als unterliegende Frage zieht sich durch, wer für einen Fehler zahlen sollte. Wenn wir nach kapitalistischer Logik entscheiden, sollten die Konzerne, die infolgen Wissens schlechte Entscheidungen getroffen haben, plötzlich einfach hängen gelassen werden. In anderen Bereichen schützen wir solche Firmen ja auch nicht, außer vielleicht Banken. Warum sollten fossile Brennstoffe etwas Besonderes sein? Egal aber, wie wir diese Frage beantworten, klar sollte sein, dass unser Fokus darauf liegen sollte, Menschen vor den schlechten Entscheidungen zu schützen, die Unternehmensleitungen treffen. Und wenn wir sie eh schon finanziell retten müssen, dann doch bitte schön lieber früher als später, wenn noch mehr Klimaschaden erfolgt wäre. Buck stellt auch fest, dass es interessant ist, dass anzunehmen wäre, dass ein Thema wie Infrastruktur sehr klinisch betrachtet werden könnte, aber tatsächlich in diesem Diskurs eine sehr emotionale Sprache geführt wird und die Zuhörenden immer wieder zu einer Identifikation mit der Infrastruktur gebracht werden sollen. Kraftwerke und ihre Besitzer sind darin die Sympathieträger, statt die Leute, die geliebte Menschen an Luftverschmutzung durch fossile Brennstoffe verloren haben. Und das waren zum Beispiel allein 2018 8,7 Millionen Menschen. Auf der anderen Seite sollte der Ton auch nicht zu jubelnd oder zu klinisch kalt ausfallen, da die Schicksale ganzer Gemeinden an solchen Unternehmen hängen. Insgesamt lassen Sie Betrachtung des Problems durch die Linse der Infrastruktur einen räumlichen Blick dafür gewinnen, mit Bezug zu den menschlichen Geografien von ArbeiterInnen und Ökonomien. Geopolitik. Um die Geopolitik des Ausstiegs aus fossilen Brennstoffen zu verstehen, müssen wir verstehen, wer auf Öl angewiesen ist und wer die Fähigkeit hat, auf andere Energiequellen umzusteigen.
Es sind gerade einige der am wenigsten entwickelten Länder der Welt, die derzeit planen, die fossilen als Hebel für ihre wirtschaftliche Entwicklung einzusetzen und auszubauen, weil sie ihre Exporte noch nicht diversifiziert haben. Dazu brauchen sie die Technologie und Finanzierung der großen internationalen Ölfirmen. Es könnte dadurch zu einer Situation kommen, in der der globale Norden nachbegrünt wird und sich für die Netto-Null feiert, während in der ärmeren Hälfte der Welt weiterhin massiv in die Ölindustrie gepumpt wird. BAK führt hier einiges zu den Besonderheiten US-amerikanischer, saudi-arabischer und russischer Wirtschafts- und Energiepolitik aus und zu den Schwierigkeiten eines fairen Umstiegs. Ghana zum Beispiel ist ebenso auf die Ölindustrie fixiert wie Russland oder Saudi-Arabien, aber ist so winzig, dass es sinnvoll sein könnte, es um der Klimagerechtigkeit willen erstmal weiter produzieren zu lassen, während es bei den großen Staaten ein echtes Problem darstellen würde. Für Länder des armen Südens wie Nigeria gibt es Diskussionen um einen Schulden-Klima-Austausch, eine Kompensation, die angemessen ist, weil der Norden das Problem ja zum Hauptteil verursacht. Es zeigt sich, so Back, dass der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen eine globale Anstrengung mit lokalen Nuancen sein muss. Es braucht detaillierte, ortsspezifische, gerechtigkeitsbewusste Planungen, die zusammen mit lokalen ExpertInnen und Gemeinden diese Diskussionen aufs nächste Level heben. Sie fordert, dass unser westlicher Klimaaktivismus sich stärker mit der Außenpolitik unserer Länder befassen muss. Da ist noch vieles in Sachen Wissen, Vernetzung und Solidarität nachzuholen. Und wir sollten lauter fordern, dass die reichen Länder die Transition zu sauberer Energie rund um die Welt mittragen, nicht nur in ihrer Nachbarschaft. Der Blick durch die Linse der internationalen Beziehungen gibt uns die Fähigkeit, von einer lokalen gerechten Umstellung zu einer globalen zu gelangen. Code. Im nächsten Abschnitt richtet Holly-Jean Buck unseren Blick auf Beziehungen zwischen Digitalität und dem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Visionen von der Netto-Null hängen daran, eine Art von planetarem Computer herzustellen. Das wird selten explizit so gesagt, aber ist eigentlich klar, denn irgendwie muss ja mit Emissionsmessungen und so weiter berechnet werden, wann ein Netto-Null-Status überhaupt erreicht wird und die großen Plattformen dürften alle heiß drauf sein, dabei zu sein. Helle Köpfe von Harvard, MIT, DeepMind, Google AI, Microsoft Research und anderen haben sich schon für ein Paper mit 111 Punkten zusammengetan, um festzuhalten, wie sich der Klimawandel mit Machine Learning bekämpfen ließe. Zum Beispiel kann Machine Learning intelligente Netzwerke ermöglichen, Vorrat und Bedarf vorhersagen, um bestimmen zu helfen, was oder welche Art von Energiekraftwerken gebaut werden sollten. Wetter in die Planung von Erneuerbaren einberechnen, Speicherplätze für Kohlenstoff identifizieren und managen, Satelliten dazu verwenden, Emissionen zu messen, geteilte Mobilitätsservices ermöglichen, Frachtrouting und Logistik, das Heizen und Kühlen industrieller Einrichtungen optimieren, präzise Landwirtschaft antreiben, Wiederbewaldung automatisieren, Kohlenstoffpreise vorhersagen und Kohlenstoffmärkte designen helfen und vieles mehr. Buck findet es eigentlich interessant an dem Paper, wie unterentwickelt viele der Ideen erscheinen. Viele sind eher spekulativ, als dass sie Entwicklungen beschreiben, die schon Fuß gefasst haben. Den Grund für die Unausgereiftheit der Technologien sieht sie nicht in deren Unmöglichkeit, sondern dass derzeit kein offensichtlicher Profit aus dem Monitoring der Erde und der Kohlenstoffflüsse zu schlagen ist. Aber das ändert sich langsam. Das Interesse des Venture-Kapitals steigt inzwischen massiv. Bevor diese Infrastruktur designt wird, sollte allerdings beantwortet werden, was für Daten oder Kapital die Plattformen unterwegs extrahieren sollen. Wer ist das Subjekt bei der Kohlenstoffplattform? Welche Beziehungen stellt sie her oder löst sie auf? Derzeit sind unsere Online-Netzwerke auf einem System von personalisierter Werbung aufgebaut. Wir ruhen auf einem mentalen Modell aus der Finanzwelt. Wir sollten es nicht zulassen, dass die Kohlenstoffflüsse so beobachtet und gehandelt werden, wie unsere Aufmerksamkeit jetzt. Es kann gut passieren, dass Microsoft oder Google die ersten Startups für ökologisches Sensing und Modeling aufkaufen und es damit endet, dass diesen Konzernen die ganze Infrastruktur gehört. Für eine bessere Alternative verweist Buck auf Benjamin Brottons The Terraforming, das wir auch schon in unserer Radical Utopias Reihe diskutiert haben.
Wir brauchen das planetenweite Computing und ökologische Messungen, aber wir brauchen sie in öffentlicher Hand und müssen sie auf öffentliche Ziele richten. Ebenso wahrscheinlich ist allerdings, dass sich Big Tech und Big Oil zusammenschließen. Microsoft hat schon Interesse gezeigt und Geld investiert, um Kohlenstoffmanagement und Emissionsmärkte zu erschließen. Und es will bis 2030 kohlenstoffnegativ sein. Aber gleichzeitig stellt Big Tech genau die Infrastruktur, die Ölkonzernen hilft, ihr Geschäft effizienter zu verrichten. Aber es bedarf fähiger Plattformen für den Austausch von Emissionen und Kohlenstoffentfernung. Und es ist schwer vorstellbar, dass Amazon, Google und Microsoft da nicht dabei wären. Und es ist ja auch fantastisch, dass überhaupt mit Infrastruktur wie der von Amazon als Planungswerkzeug heutzutage eine demokratisierte Planwirtschaft tatsächlich vorstellbar ist. Durch die Linse von Code über unser Problem, wie wir die fossilen Brennstoffe abschaffen können, zu blicken, ermöglicht uns darüber nachzudenken, wie Technologie hilft, das zu verwalten, was auf der anderen Seite der Abschaffung sein könnte. Die Infrastruktur der Fossilindustrie durch Datenzentren ersetzt ArbeiterInnen, die in die Wissensökonomie wechseln. Aber es könnte alles auch entsetzlich werden, wenn wir uns angucken, wie in der Vergangenheit Big Tech und Big Oil schon verflochten sind. Denn es bleibt klar, wir brauchen die Technologie, aber sie muss reguliert werden. Die Frage, wie das geschehen soll und ob das Überführen in die öffentliche Hand machbar und effektiv sein kann, muss ernsthaft als Option geprüft werden und braucht ebenfalls einen gut geplanten Ausstieg. Politische Macht. Im letzten Abschnitt dieses Teils geht Holly Jean Buck darauf ein, wie wir die politische Macht erringen können, die es braucht, um den Ausstieg aus den Fossilen zu forcieren. Es reicht nicht, unsere Meinung kundzutun, und es reicht nicht, wenn Regierungen erst in Krisenmomenten reagieren, sondern für einen planvollen und sozial gerechten Ausstieg braucht es Planung, und um zu den ManagerInnen des Ausstiegs zu werden, muss politische Macht errungen werden. Dazu geht sie auf drei Beispiele ein, aus denen wir lernen und Mut schöpfen können: Plastik, giftige Chemikalien und Tabak, die alle drei bis zu einem gewissen Grad erfolgreich eingedämmt wurden. Die Abschaffung der Plastikbeutel zeigt. Sorry. Die Abschaffung der Plastikbeutel zeigt, wie weit es eine Bewegung von unten mit vielen lokalen Ursprüngen statt einer großen transnationalen Kampagne bringen kann. Fragen wie die danach, was als Ersatz sinnvoll ist, oder dass der Fokus auf einzelne Produkte wie bei der Abschaffung von Strohhalmen vom größeren Problem ablenken können, sind auch für die Abschaffung der fossilen Brennstoffe wichtig. Die Lektion aus der Abschaffung von FCKW ist, dass öffentliche Meinung und große, langanhaltende Verhandlungen Wirkung zeigten, ebenso wie das öffentliche Anerkennen der wissenschaftlichen Fakten dazu und das Zusammenwirken informeller Netzwerke für die Verhandlungen. Beim dritten Beispiel, Tabak, gab es wie bei den fossilen Brennstoffen eine Debatte, ob es eine komplette Abschaffung oder Kontrolle des Wann, Wo und Wie der Verwendung geben sollte. Interessant ist, dass alle Beispiele mindestens 10 Jahre früher Arbeit brauchten, bevor sie überhaupt ernst genommen wurden, und dass ein Aufmerksamkeitshöhepunkt und der Punkt, an dem sich eine neue kulturelle Norm herausbildet, noch nicht mit Erfolg verwechselt werden dürfen. Gerade da braucht es nochmal eine große Kraftanstrengung. Es sollten auch die Unterschiede bedacht werden, zum Beispiel, dass über fossile Brennstoffe schon viel diskutiert wird und neben der Industrie auch ein Dialog mit dem Klimawandel der Thinktanks, Nachhaltigkeitsindustrie, NGOs und so weiter nötig ist, die schon an Regulierungen rund um Netto Null arbeiten. Ein weiterer Punkt in Sachen politische Macht ist die Kluft zwischen Stadt und Land, die Buck als nächstes anspricht. Wie lassen sich die Menschen in ländlichen Gegenden überzeugen, die gar nicht einsehen, warum sie Windräder auf ihre Felder stellen sollten, die dann einer Elite von StädterInnen zugute kämen? Buck greift hier Xiaowei Wangs Konzept der Metronormativität auf, um klarzustellen, dass wir das Verständnis von der Stadt als Kern und dem Land als Peripherie oder bloß als Anhängsel aufbrechen müssen, da dies in ländlichen Regionen oft einen dunklen Populismus schürt. Ein Green New Deal, der auch tatsächlich den ländlichen Gegenden zugutekommt, wäre eine verbindende Perspektive, ebenso wie ein antimonopolistischer Ansatz, der sich gegen die große Industrie stellt. Der Blick auf das Problem des fossilen Ausstiegs durch die Linse der politischen Macht gibt uns ein Gespür dafür, was an organisatorischer Arbeit nötig ist und weitere Themen an die Hand.
Wir brauchen einen Ansatz, der all diese Fronten vorantreibt. Die Infrastruktur, die kulturelle Veränderung, die Geopolitik, den Code und die politische Macht von unten. Teil 3. Eine Ausstiegstoolbox für die 2020er. Wie könnten konkrete Schritte zur Beendigung der Nutzung fossiler Energieträger aussehen? Hollichin Back ist sich sicher, dass es sehr unterschiedliche große und kleine Maßnahmen sein werden. Doch was ist dazu nötig? Braucht es Militanz, wie etwa der Aktivist und Soziologe Andreas Malm argumentiert? Schließlich war diese auch nötig in den Kämpfen gegen Versklavung, in der Bürgerrechtsbewegung der USA oder beim Kampf der Suffragetten um Gleichberechtigung. Auch wenn sie Aktivismus essentiell findet im Vorgehen gegen den Klimawandel, konzentriert sich die Autorin bei ihrer Toolbox auf Ideen, die durch Regierungsprogramme, Gesetze oder wirtschaftliche Anreizprogramme umgesetzt werden können. Sie bringt sie in eine grobe Reihenfolge, in der sie sich gegenseitig am wirkungsvollsten verstärken können. Moratorien, Verbote und Verweigerung der Finanzierung. Hollichin Back spricht sich für Abkommen und Gesetze aus, die das geplante Auslaufen fossiler Brennstoffe beschleunigen. Sie ist für Verbote der Erkundung von Vorkommen, des Abbaus und der Förderung sowie des Exports dieser. Ein Verbot der Erkundung von Öl- und Gasvorkommen wäre ein guter Start, da es ein starkes Signal aussendet. Ein Moratorium der Förderung ist ein drastischerer Schritt. Immerhin haben diesen einige Länder bereits durchgesetzt, zum Beispiel Frankreich, Belize und Costa Rica. Ein Verbot zur Weiterverarbeitung gibt es bisher nur auf lokaler Ebene in den USA, zum Beispiel im Staat New York. Immerhin laufen international bereits 106 Moratorien in 22 Staaten, was schon mal widerlegt, dass sie unmöglich wären. Auf länderübergreifender Ebene wird es schwieriger. Daher ist es notwendig, klare Regelungen zu schaffen, denen auch transnationale Konzerne unterliegen. Bisher mangelt es an diesen. Zuschüsse einstellen. Durchschnittlich fördern Regierungen die Fossilbrennstoffindustrie doppelt so stark wie die erneuerbaren Energien. Das muss sich schnell ändern. Doch die Politik tut sich schwer damit. Schließlich möchte kaum eine Regierung die unpopuläre Entscheidung für höhere Energiepreise fällen. Diese Förderung passiert häufig auf Arten, die nicht sofort erkennbar sind, zum Beispiel durch Steuernachlässe oder die günstige Überlassung von Landflächen. Daran etwas zu ändern, wäre nicht nur für das Klima gut, viele dieser mehr oder weniger versteckten Fördermaßnahmen sind auch sozial ungerecht oder schaffen Wettbewerbsvorteile für große Firmen. Das Gegenargument, die Reform der Förderung würde dem freien Markt huldigen, lässt Hollichin Back nicht gelten. Organisationen wie das Internationale Institut für nachhaltige Entwicklung haben längst Pläne entwickelt, wie eine sozialgerechte Umstrukturierung aussehen könnte. Erlaubnis zur Gewinnung. Buck gibt zu, dass es ab diesem Punkt komplizierter wird. Es ist nötig, die Gewinnung und Produktion herunterzufahren, aber wie? Die meisten bisherigen Abkommen berücksichtigen nur die Emissionen. Eine Möglichkeit, die Produktion finanziell uninteressanter zu machen, wäre eine höhere Besteuerung. Doch besteht hier immer die Gefahr, dass Energie teurer wird und die soziale Ungerechtigkeit steigt. Sinnvoller wäre es, die Gewinnung von fossilen Energieträgern an eine Erlaubnis zu binden, die nicht endlos oft ausgestellt werden kann. Somit könnte eine Gesamtfördermenge kontrolliert und Schritt für Schritt eingeschränkt werden. Regelungen dieser Art gibt es bereits, zum Beispiel seit Ende des 19. Jahrhunderts in Texas. Dort bestimmen gewählte Gremien, wo Öl oder Gas gefördert werden darf. Bisher wird dieses Instrument der Förderquoten nicht unter Klimagesichtspunkten eingesetzt, aber dies ließe sich ändern. Bei Grundnahrungsmitteln wie zum Beispiel Rohrzucker, Milch oder Butter sind hierzu längst Verfahren installiert. Sie sorgen für Preisstabilität und regulieren die landwirtschaftlichen Ressourcen. Ein weiteres Beispiel sind Opioide, bei denen ebenfalls Quoten eingehalten werden müssen. Der Vergleich zwischen Öl und Opioiden klingt erstmal harsch, doch Hollichin Back sieht in beiden eine toxische Gefahr, die der Regulierung bedarf. Für das Instrument der Quotierung bräuchte es jedenfalls transparente Regeln und Vergabeverfahren, um Korruption zu verhindern. Eine Quotierung der Produktion auf internationaler Ebene könnte etwas ermöglichen, was nicht nur Hollichin Back, sondern auch andere DenkerInnen zum Thema Klima immer wieder andenken.
eine durch AI gestützte detaillierte Überwachung der Produktion klimaschädlicher Güter. Vergesellschaftung zum Ausstieg. Für wesentlich effizienter hält die Autorin allerdings die Vergesellschaftung der Energiekonzerne. So ließen sich auch Quotierungen leichter umsetzen. Den Ruf danach gab es bereits vermehrt nach der Finanzkrise 2008, als die Regierungen weltweit Geld druckten, um die Banken und damit auch die Konzerne zu retten. In der Corona-Krise sind diese Rufe wieder lauter geworden, war durch den zwischenzeitlich stark gesunkenen Ölpreis die Branche doch stark angeschlagen. Historisch gesehen sind staatliche Eingriffe und Vergesellschaftungen keine Seltenheit, selbst in den USA. Beispiele sind die Zerschlagung des riesigen Rockefeller-Ölimperiums, die Verstaatlichung der Eisenbahn sowie Eingriffe während der Weltwirtschaftskrise und auch 2008 und 2009 nach der Finanzkrise. Viele dieser Vergesellschaftungen waren temporär. In der Klimakrise müssen sie dauerhaft sein. Für besonders sinnvoll erachtet Buck nach einer staatlichen Übernahme die Schaffung eines Solarenergiefonds, mit dessen Hilfe dann ein staatliches Programm für erneuerbare Energien direkt in die Tat umgesetzt werden könnte. Natürlich ist das Prinzip der Verstaatlichung nicht frei von Risiken. Was passiert zum Beispiel, wenn ein reaktionärer, den Klimawandel leugnender Präsident wie Trump gewählt wird? Bei einer Übernahme müsste also ein bindendes Ausstiegsabkommen aus der fossilen Energiegewinnung unterzeichnet werden, um eine Reprivatisierung zu verhindern. Bezahlbar wäre es durchaus. Eine Untersuchung stellte 2017 fest, dass die 25 größten Öl- und Gasfirmen der USA 1,15 Billionen Dollar kosten würden. Die Kriege im Irak und Afghanistan kosteten geschätzt zusammen 4 bis 7 Billionen Dollar und wurden ja auch finanziert. Wenn man dazu bedenkt, wie viel Geld aufgebracht werden wird, um in der Zukunft durch das Klima verursachte Schäden zu reparieren, dann wird die Idee immer attraktiver. Reverse Engineer. Als Konsequenz aus den Maßnahmen des Auslaufenlassens von fossilen Brennstoffen könnte die zugehörige Industrie irgendwann überflüssig werden. Holly Jean Buck denkt aber in eine andere Richtung. Wenn die Konzerne nicht mehr ihrer ursprünglichen Aufgabe nachgehen können, sind sie trotzdem technologisch und personell in der Lage, an der Aufhaltung des Klimawandels mitzuwirken. Geologische Forschung, Tiefenbohrungen, Pipelines, Großlager, Tankschiffe. Die Öl- und Gasindustrie unterhält eine riesige Infrastruktur, die für die Einlagerung von CO2 genutzt werden könnte. In Bereichen wie der CO2-Filterung aus der Luft entsteht eine neue Art Verwertungskette, die in großem Maßstab geplant und umgesetzt werden muss. Auch dies wäre möglich. Das Schlagwort hierfür wäre Reverse Engineering. Doch ohne Vergesellschaftung wäre dies nicht machbar, denn für einen Umbau bräuchte es enorme staatliche Unterstützung, die in privater Hand in dieser Form nicht passieren würde. Zugleich könnte die Allgemeinheit von den Einnahmen dieser verstaatlichten Konzerne profitieren, wenn die Umstellung gelungen ist. Es geht also, so Holly Jean Buck, nicht um Moleküle, die aus dem Boden gewonnen oder dort belassen werden, auch nicht darum, solche Konzerne zu zerschlagen. Im Gegenteil, wir brauchen sie. Stattdessen geht es grundlegend um die Gestaltung unserer gesellschaftlichen Beziehungen. In ihrem Resümee ist sich Holly Jean Buck sicher, dass wir in diesem Jahrzehnt nicht die Lösung gegen den Klimawandel finden werden, aber es müssen wichtige Weichen gestellt und die Planungen vorangetrieben werden. Dazu müssen wir auch eine neue Art finden, über diese Prozesse nachzudenken und zu sprechen. Wir müssen Konzepte der Vergesellschaftung vorantreiben, die nötige Infrastruktur für die anstehenden Aufgaben erforschen und die Rolle von Energiekonzernen überdenken. In all diesen Prozessen ist das Konzept der Netto-Null wenig hilfreich. Trifft es doch keine Aussage über kulturelle, wirtschaftliche und soziale Veränderungen, die dringend nötig sind. Die technischen Maßnahmen, mit denen wir dem Klimawandel begegnen können, sind nur da, um uns Zeit zu geben, tiefere Veränderungen vorzunehmen und dabei unseren Umgang mit Rohstoffen, Natur und Arbeit neu zu definieren. Holly Jean Buck gibt uns hierfür fünf Ideen mit auf den Weg, die wir in unserem Umfeld diskutieren sollten. Erstens, die Netto-Null ist das falsche Ziel für den Klimakampf. Sie lenkt die Aufmerksamkeit weg von der Produktion hin zu den Emissionen. Besser wäre es, die Gewinnung von fossilen Brennstoffen möglichst schnell und gut geplant auslaufen zu lassen. Zweitens,
Plattform macht, ist Macht zur Veränderung. Das System der sozialen Medien führt zu Polarisierung und macht uns anfällig für kollektive Täuschungen. Soziale Medien sind eine wichtige Informationsinfrastruktur und sollten deshalb vergesellschaftet werden. Es geht nicht um Tech-Issues, sondern um das Klima und die Demokratie. Drittens. KlimaschützerInnen müssen vorausschauender denken. Sie müssen Entwicklungen wie die Entzauberung von erneuerbaren Energien oder Kampagnen für saubere fossile Brennstoffe vorhersehen und ihnen offensiv begegnen. Viertens. Es gibt große Risiken beim Auslaufen lassen fossiler Brennstoffe, aber die Vorteile überwiegen. Es muss offensiv über autoritäre Politik, Korruption, Ausbeutung und Unterdrückung gesprochen werden, die durch fossile Brennstoffe entstehen. Fünftens. Das Auslaufen lassen muss multidimensional betrachtet werden. Kulturelle Transformationsprozesse müssen mitgedacht werden. Globale und lokale Auswirkungen müssen gleichzeitig betrachtet werden. Eine demokratische Planung ist nötig, die von den fossilen Energieträgern auch auf andere Bereiche übertragen werden kann, in denen Menschen und Umwelt ebenfalls Schaden nehmen. Die Fähigkeit, Dinge zu beenden, ist zutiefst emanzipatorisch. Soweit unsere Zusammenfassung von Ending Fossil Fuels, Why Net Zero is Not Enough von Holly Jean Buck. Wir wollen über dieses Buch und das Thema im Allgemeinen gleich per Zoom mit euch diskutieren. Zuerst aber noch ein kurzer Hinweis auf die nächste Folge Radical Utopias. Beim nächsten Radical Utopias präsentieren wir Gemeinschaft der Ungewählten, den neuen Essay der Soziologin Sabine Haag mit dem Untertitel Umrisse eines politischen Ethos der Kohabitation. Frei ist, wer an der sozialen Praxis einer Gemeinschaft teilhat und sich als Teil eines Wir in der Welt beheimaten kann. Leider ist dies ein in unserer Gegenwart vielfach bestrittenes Menschenrecht. Doch ein gutes Leben ist nur das mit anderen geteilte Leben. In ihrem Essay erzählt Sabine Haag die Geschichte von Zugehörigkeit und Gleichheit, ausgehend von den Leben jener, deren Gemeinschaften mit Gewalt zertrennt werden, deren Hoffnungen auf ein gutes Leben an den Grenzzäunen der Macht zerschellen, deren Stimmen unerhört bleiben und deren Gleichheit mit Füßen getreten wird. Haag entwirft in einer zwischen Theorie und Dichtung oszillierenden Sprache ein machtsensibles politisches Ethos für ein plurales und demokratisches Zusammenleben, das Räume zum Atmen für die vielen entstehen lässt. Soweit unsere Vorschau. Nun switchen wir rüber zu Zoom und laden euch herzlich ein, das Buch mit uns zu diskutieren. Den Link zum Zoom-Raum findet ihr bei diesem Video im Chat. Bis gleich. Bis gleich, tschüss.